Ja, also ich habe viel, ich habe, glaube ich, mehr oder weniger, also alles, was ging, quasi gehört. So, noch von der Kassette. Ja, es war sehr schön damals. Du? Ich war eher so ein Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, habe ich auch gehört, aber eher ein Benjamin Blümchen-Fan. Also neu ist natürlich die Thematik, Ja. wie zwar in jedem Teil, aber jetzt wird es halt aktueller und auch die Gegenwart, also die wirkliche Gegenwart, die Realität ist mit aufgegriffen. Und sonst? Ja, dieser typische Bibi und Tina-Spaß, natürlich die Freundschaft, Pferde, Abenteuer, und natürlich auch ja, dieser Spaß, einfach diese Leichtigkeit auch, trotz des Themas auch, dass Bibi und Tina sich nicht die Freude nehmen lassen und nicht den Lebensmut und da immer sehr viel Kreativität beweisen. Ja, aber es ist generell dieses Jahr, finde ich, jetzt irgendwie viel mehr in die Realität reingerutscht, so. Also ich habe ja, den Film jetzt auch schon mal vorweg gesehen und es fahren tatsächlich mal Autos über die Straße. Das hatten wir auch noch nie. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals in einem Bibi und Tina-Film wirkliche Autos waren. Und das, finde ich, ist halt einfach neu. Es ist jetzt mehr echte Welt quasi. Naja, In gewisser also Weise. kindergerechterweise natürlich. Aber es war jetzt nicht, dass wir das Buch oder also das Buch wollte, dass wir da ein Statement setzen und Moralapostel spielen, sondern es soll einfach gezeigt werden den Kindern auch auf versteckte Weise natürlich, dass andere Menschen vielleicht mehr Hilfe brauchen, dass es da aber keine Unterschiede gibt und dass letztendlich Freundschaft total wichtig ist in jeglicher Lebenssituation und genau, aber Auch keine Angst vor dem Fremden haben sollte, einfach, dass man sich genau. offen sein sollte für Neues, für das Tohuwabohu quasi und sich nicht unbedingt den Grafen als Vorbild nehmen sollte, vielleicht. Ja, also wir waren selber ziemlich überrascht, glaube ich, als Tarek auf einmal wieder im Drehbuch erschien. Bibi hat ihn ja, also eigentlich ist er ja auf Weltreise und auf einmal ist er wieder da. Das heißt, Bibi und Tarek sind back und Alex und Tina, ihr streitet euch diesmal gar nicht so Nee. richtig. Ja, es Wow! gibt so typische. Ja, Anzickereien, Ja, aber aber ansonsten. Nee, kein ich ziehe ihn, Ehekrieg. glaube ich, auch gar nicht so an. Ja, dort, naja. Nö, das stimmt. Also der hier ist natürlich was ganz Besonderes, so. Aber ich muss sagen, und ich finde ihn richtig toll. Er ist halt für mich einfach. Er ist nicht so wie die anderen drei Bibi und Tina-Teile davor. Und ich finde, das ist ein richtig toller Film. Und ich habe ihn jetzt aber natürlich auch immer noch nicht in der vollendeten Version gesehen. Deswegen werde ich gucken, wie es wirklich wird. Der dritte, finde ich, von den dreien, die jetzt raus sind, fand ich den dritten am tollsten. Und Bibi und Tina 4 wird mich selbst, glaube ich, auch noch überraschen, weil ich kenne ihn ja auch noch nicht. Für mich ist der eigentlich, ist so der erste der beste. Einfach weil das so für mich, also es hat glaube ich auch so private Gründe, Ja, ich wollte einfach gerade sagen. weil man natürlich, weil es das erste Kinoprojekt war, weil es super tolle Dreharbeiten waren, alles noch ganz neu und spannend. Und den vierten finde ich aber auf jeglicher Ebene sehr berührend und sehr emotional und hat einfach eine andere Tiefe als die Teile davor. Und ein starkes Drehbuch. Ja. Also, es war halt so ein kleiner Start in die ganze Szene, würde ich sagen, so was Musik und Film betrifft. Aber da war halt alles noch sehr spaßig und also es ist jetzt immer noch, aber da war halt sehr, habe ich es noch gar nicht so ernst genommen quasi. Und dann kam Bibi und Tina und Bibi und Tina hat natürlich den Megaschub gegeben für uns beide, womit, glaube ich, auch niemand gerechnet hat, dass generell die Filme halt so krass abgehen. Also ich denke mal, das meiste jetzt habe ich Bibi und Tina zu verdanken, aber mit meiner Musik versuche ich mich da jetzt auch selber durchzukämpfen, weil es ist natürlich auch schön, wenn die Kids wirklich sagen, dass dein eigenes Werk toll ist und nicht nur sagen, als Bibi bist du toll quasi. Also, ich habe ihn tatsächlich im vierten Teil das erste Mal gegessen. Was? Echt? Ja, ich habe ihn auch Im nicht im ersten nicht? zweiten, ach doch, im ersten. Doch, bei dem Brunnen. Ja, ich finde ihn, er schmeckt lecker, aber es ist jetzt nicht mein Ja. Lieblingsbrunnen. Ich finde ihn Nee. ein bisschen trocken.
Aber der war halt nur dazu trocken. Ich hatte mal ein Stück, was nicht trocken war. Aber natürlich stehen die Kuchen. Aber ich stehe halt auch halt auf zwei mehr Stunden rum. Auf Früchtekuchen. Echt nicht, gar nicht auf Schokokuchen. Jupp.Berlin, das Jugendportal für Berlin.